Hallo, in diesem kurzen Video möchte ich erklären, wie wir bei einem Technisat-Fernseher oder einem Digitalreceiver den Sendersuchlauf starten, um zum Beispiel nach einer Frequenzumstellung alle Sender wieder empfangen zu können. Wichtig bei Technisat ist eigentlich immer, dass man einmal die Programme vorher löscht, um dann sicherzugehen zu können, dass nach dem Suchlauf auch alle Programme wieder korrekt angezeigt werden. Auf der Fernbedienung unten links finden wir die Taste Menü, um in die Einstellungen hineinzugelangen. Dort ist auch gleich der zweite Punkt Einstellungen für uns der richtige. Zur Navigation benutzen wir den Kreis rauf, runter, rechts, links und die Taste OK in der Mitte. Einmal nach unten auf Einstellungen navigiert und dann finden wir hier ganz unten den Punkt Service-Einstellungen. Und dort haben wir die Möglichkeit, alle Programme zu löschen. Über den zweiten Punkt alle Programme löschen mit der OK-Taste. Und einmal bestätigen für Ja, werden die Programme auf dem Gerät gelöscht. Jetzt können wir mit der Taste zurück hier links neben dem Kreis wieder in das vorherige Menü zweimal und dort finden wir dann auch den Punkt Sender suchen. Mit der OK-Taste kommen wir in den Bereich der automatischen Suche und haben dann hier die Möglichkeit, über den Punkt entsprechend die Sendersuche zu starten für die jeweilige Empfangsart. In dem Fall Kabel für DVB-C. Netzwerksuche ist vollkommen in Ordnung. Der Suchmodus freie Sender, den stellt man ein, wenn man keine Smartcard im TV-Gerät hat, um verschlüsselte Programme zu empfangen. Ansonsten diejenigen, die Sky oder ähnliche Pay-TV-Programme über den Fernseher direkt empfangen, wählen den Punkt alle Sender aus. Wir bleiben bei freie Sender, gehen unten auf den Punkt Suche starten. Und dann beginnt auch schon der Programmsuchlauf. Das dauert so etwa 2-3 Minuten. Anschließend sind die Sender im Gerät gespeichert und müssen dann nach der persönlichen Wunschreihenfolge wieder eingestellt werden.